Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtfeuers und gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Marco Metzger darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Sie wissen, die rechtlichen Hinweise, Kapitalanlagen beinhalten Risiken, Schwankungen gehören zur Rendite dazu. Und als Profis wissen Sie natürlich auch, dass Wertentwicklungen aus der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft darstellen. Nach dieser kurzen Einführung schauen wir uns die Themen des heutigen Abends an. Kapitalmärkte und strategische Vermögensverwaltung soll der Fokus der nächsten rund 30 Minuten sein. Herr Metzger und ich werden uns das ein wenig aufteilen zwischen allgemeiner Markt- und Konjunktursituation und eben auch dem konkreten Blick in das Portfolio, im Wesentlichen festgemacht auch an der Strategiefaktor Portfolio. Und die Agenda wird so sein, dass wir uns zunächst natürlich die Aussagen der Europäischen Zentralbank zur heutigen Pressekonferenz anschauen. Was gibt's da Neues und was ist der Ausblick der Währungshüter zur Geldpolitik, zur Wirtschaft und Inflation? Danach die Konjunkturdaten. Da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Aber wir müssen auch differenzieren zwischen der globalen Perspektive und der deutschen Perspektive. Auch das schauen wir uns gleich anhand der Prognosen des Internationalen Währungsfonds an. Danach die Entwicklung an den Kapitalmärkten und die Einordnung der Strategien in das Marktumfeld. Was waren die Bewegungen am Markt? Wie reflektieren die sich in den Strategien Faktor Portfolio und Faktor Depot? Danach noch etwas zum Thema Bewertungen und auch der Blick in die Aktienquote. Und die jüngsten Transaktionen werden eingeordnet in den aktuellen Kontext. Und hier haben wir auch noch etwas mitgebracht rund um das Thema Donald Trump und mögliche Auswirkungen auf die Anlagestrategien. Und abschließend dann der Blick in die Rentenquote, die festverzinslichen Wertpapiere. Die sind natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, nachdem wir durch die Zinswende auch wieder attraktive Rahmenbedingungen, zumindest auf nomineller Basis, haben. Die Online-Konferenz wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird in den Nachgang zur Verfügung stehen. Und grundsätzlich gilt natürlich wie immer bei uns im Haus der persönliche Draht, sei es vor Ort oder sei es auch über digitale und persönliche Videokonferenzen, steht immer offen. Ich habe Ihnen hier das mal mitgebracht, die Schlussfolgerung der heutigen Notenbank-Sitzung. Sie können das nachvollziehen, übrigens auch sehr transparent immer dargestellt auf der Webseite der Europäischen Zentralbank. Also wir sehen, dass die Leitzinssätze, die sind unverändert. Man sieht letztendlich, dass die Inflation noch oberhalb der Zielgröße liegt. Dementsprechend wird man die Leitzinsen so lange wie erforderlich ausreichend restriktiv halten, um dieses Ziel zu erreichen. Was das genau bedeutet, das wird man sehen, aber man sieht es auch im weiteren Verlauf. Die EZB möchte sich nicht festlegen, man schaut auf die Datenlage und wird sich von Sitzung zu Sitzung äußern. Und das ist natürlich auch ein Unterschied zur sogenannten Forward Guidance, die wir in der Vergangenheit ja teilweise hatten, wo man ja sehr, sehr langfristig kommuniziert hat. Jetzt eben hält man sich eher auch eine gewisse Flexibilität offen. Insgesamt auch dementsprechend kein Zinspfad und wir werden nun sehen, was die Märkte daraus machen, wie sich die Antizipation auch der Zinsbewegung über die Zinsstrukturkurve manifestiert. Sie wissen, wesentlicher Unterschied. Die Leitzinsen werden festgelegt von der Zentralbank, aber die langfristigen Kapitalmarktrenditen ergeben sich auch aus Angebot und Nachfrage und von daher reduzierte Leitzinsen müssen nicht automatisch auch geringere Kapitalmarktrenditen heißen. Es kann bedeuten, dass die Leitzinsen am kurzen Ende gesenkt werden, aber die Kapitalmarktrenditen stabil bleiben, damit die Zinsstrukturkurve steiler. Das ist sehr gut für die Zinsmarge der Banken, heißt aber im Umkehrschluss auch, dass man nicht automatisch aus fallenden Leitzinsen auf reduzierte Finanzierungskosten für Immobiliendarlehen schließen kann. Also von daher muss man sagen, aus unserer Sicht erstmal keine Riesenüberraschung von dem, was die Europäische Zentralbank heute kommuniziert hat. Es war vieles eigentlich auch erwartet. Und von daher wird man sehen, was die nächste Sitzung im September bringt. Damit Sie das nochmal nachvollziehen können, wie sich die Inflation zusammensetzt hier für die Eurozone, sehen eine Inflationsrate von 2,5%, also oberhalb der 2% Zielquote. Wir sehen vor allem auch, wo kommt die Inflation her? Sie kommt vor allem aus dem Dienstleistungssektor. Von daher auch der Fokus der Marktteilnehmer, der wird weiterhin sein auf der Lohnkomponente zum einen, aber in einem ungedeckten Geldsystem, wie wir es eben haben, kommt ein wesentlicher
Geldmultiplikator kommt natürlich über die Kreditvergabe der Banken und von daher auch jede Kreditvergabe, die wird sich die Europäische Zentralbank sehr genau anschauen, weil diese eben auch Auswirkungen auf die Inflation hat. Was die Notenbank nicht beeinflussen kann, natürlich, das ist das Thema Energie. Sie sehen hier diese enormen Inflationsanstiege auf teilweise zweistellige Level, die kamen natürlich auch zum großen Teil aus dem Thema Anstieg der Energiepreise. Sie wissen das Thema Sanktionen rund um den Russland-Ukraine-Krieg. Da hat sich jetzt wieder vieles normalisiert. Zwischenzeitlich die Energiepreise hatten disinflationäre Effekte, haben also negativ beigetragen in der Jahresveränderung. Aber man muss das schon zusammenfassen. Die Zentralbank schaut auf die Jahresveränderung und die ist natürlich mit 2,5% wieder relativ normal. Aber der normale Mensch wie Sie und wie wir schauen natürlich auf unsere Lebenshaltungskosten. Und solange die Inflationsraten immer noch ein positives Vorzeichen haben, sind natürlich unsere Lebenskosten in der Tendenz immer noch steigend, also 20 bis 25% höher als vielleicht vor 3 oder 4 Jahren. Und diese Differenz, die geht natürlich auch einher mit Lohnforderungen und Ähnlichem. Also dieses Thema Zweitrundeneffekte kann man nicht ganz von der Hand wischen. Also, das zum Thema Inflation. Dann die Konjunkturdaten. Den schönen Indikator, den die Citigroup hier zur Verfügung stellt, ist der Abgleich der Erwartungen. Was erwartet man an Konjunkturdaten und was sind die realen Konjunkturdaten? Und das sehen Sie hier oben eben dargestellt für die verschiedenen Regionen. Und da sehen Sie eben hier diese Bewegung nach unten, die Sie anhand der Balken hier für die einzelnen Monate gut nachvollziehen können. Speziell für die Eurozone hier in zuletzt eben deutlich schlechtere Daten im Vergleich zu dem, was man erwartet hat. Auch leider Deutschland tut sich immer wieder mit überraschend schwachen Daten, wie zuletzt zur Industrieproduktion, hervor. Und das ist natürlich nicht positiv, weil die Industrieproduktion, die hier weniger stattfindet, aus wettbewerbspolitischen Gründen, die entsteht natürlich irgendwo anders. Und ob dann dort die Produktionsstätten wirklich umweltpolitisch besser gestaltet sind als hier in Deutschland, das kann sich wahrscheinlich jeder von uns denken, aber die Effekte auf den Wirtschaftsstandort sind natürlich klar. Aber wir sehen schon hier konjunkturell, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das gilt eigentlich für alle Regionen, jede Region mit ihren Besonderheiten. Aber pauschal gesprochen muss man sagen, da gab es jüngst eben schwächere Daten als im Vorhinein antizipiert. Die Wachstumsprognosen hier dann mitgebracht vom Internationalen Währungsfonds und da sehen Sie eben die Projektionen für das Jahr 2024 global 3,2%. Übrigens sind das reale Daten, also nominelles Wachstum abzüglich Inflation, reales Wachstum 3,2%. Sehr anständig, muss man sagen. 1,7% in den etablierten Industrienationen. Sie sehen die USA 2,6%, die Eurozone leider nur 0,9% in den USA. Natürlich auch die Defizite sind hoch. Die Schulden steigen dementsprechend. Aber auch das sehen wir in einigen Ländern der Eurozone. Aber man muss das konstatieren. Amerika scheint mit seiner Politik hier erfolgreicher zu sein. Und beim Thema Donald Trump sind wir auch später nochmal bei den Details. Wir sehen die aufstrebenden Volkswirtschaften 4,3%. China mit 5%. Natürlich ein großes Thema. Das Entweichen der Luft aus der Immobilienblase, die Jugendarbeitslosigkeit und weitere Aspekte, die spielen hier mit rein. Aber aktuell scheint China das Thema Immobilienpreisblase doch ganz gut zu managen. Zumindest sieht man noch von weiteren extremeren Stabilisierungsmaßnahmen ab. Über den Tellerrand hinausgeblickt, diese Grafik zeigt sehr schön aus der Vergangenheit, wenn Sie immer im fünfjährigen Vergleich schaut man sich die Relation an, wie hat sich die Wirtschaftsleistung verändert in Relation zur Veränderung der nationalen Schulden. Und wenn Sie sich das im Zeitablauf betrachten, dann sehen Sie historisch, hat vereinfacht gesprochen, der 1 Dollar öffentliche Schulden hat früher teilweise 8, 9 oder zumindest 4, 5%, 4, 5 Euro, Dollar, sorry, Dollar nationale Wertschöpfung kreiert. Und jetzt sehen wir eben seit den 2000er Jahren, dass Kredite, Schulden immer weniger Wirtschaftsleistung kreieren. Also eben zuletzt pro Dollar neue Schulden haben wir nur 0,58, also 58 Dollar Cent Wirtschaftsleistung. Das heißt natürlich, Sie haben immer mehr Kredit, immer mehr Schulden. In der Realwirtschaft kommt immer weniger an. Wo es ankommt bei den Vermögenspreisen,
Stichwort Immobilienmärkte, Aktienmärkte und ähnliches. Und das ist natürlich auch ein Punkt, um hier die Lücke zur politischen Agenda zu schließen. Wenn auch eine neue Regierung Donald Trump, vielleicht sogar auch mit der Thematik, dass die Republikaner wirklich durchregieren können, dann würde das ja bedeuten, weniger Steuern für die Unternehmen, mehr Schulden, mehr Stimulierung für die Wirtschaft. Dabei diese mehr an Kredite nicht zu mehr an Wirtschaftsleistung führen oder nur zum geringeren Maße aufgrund dieses hier gezeigten Multiplikators, ist wahrscheinlich dann wieder der größere Effekt bei den Vermögenspreisen zu erwarten. Und dementsprechend würde die Schere zwischen Arm und Reich, also Personen, die über Immobilien, über Aktien von steigenden Vermögenspreisen profitieren und denjenigen, die im Wesentlichen abhängig sind von ihrem Arbeitseinkommen, die würde weiter auseinandergehen, was dann natürlich auch wieder politischen Druck erzeugt, was auch wiederum Druck auf die Steuergesetzgebung erzeugen könnte. Also das über den Tellerrand, egal ob Joe Biden oder ein anderer Demokrat ins Weiße Haus einziehen würde oder eben die Republikaner mit Donald Trump, diese Big Picture-Thematik, die wird alle treffen und die ist natürlich für die strategische Vermögensstrukturierung nach vorne ein wichtiger Faktor, den wir nicht unterschätzen dürfen. Ja, soweit zur Big Picture und Marco ist, glaube ich, ein guter Punkt, um auf die Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 einzugehen. Genau, vielen Dank, Christoph. Erstmal vielen Dank für den Überblick und die entsprechende Einordnung und das Big Picture. Ja, ein paar harte Fakten zum ersten Halbjahr, nämlich wie hat sich der Markt oder wie haben sich die einzelnen Kapitalmärkte entwickelt? Sie sehen hier links unten auch den Stand 28.06. Wir haben bewusst nicht taggenau auf heute das Ganze gezogen, sondern auf den 28.06. Sie haben ja vor kurzem alle die entsprechenden Quartalsreportings eingestellt bekommen zu ihrer entsprechenden Strategie. Und das soll Ihnen natürlich auch ein Stück weit bei der Einordnung der Ergebnisse helfen. Deswegen alles bezogen auf den 28.06. Was Sie sehen können, ist ganz links der MSCI World All Country, also quasi globaler Aktienmarkt, hat im vergangenen Monat eine Entwicklung von 5% oder 4,96% plus gemacht. Der graue Balken zeigt die Entwicklung seit Jahresbeginn, nämlich 15,15%, also ein ordentliches positives Ergebnis. Was Sie auf der nächsten Spalte sehen, ist der S&P 500. Hier gut zu erkennen, der S&P 500, sprich der amerikanische Aktienmarkt, hat im letzten Monat ein Plus von fast 7% gemacht, seit Jahresbeginn also ein Plus von 19,26. Sie sehen, der Balken ist hier am höchsten, sprich das beste Ergebnis dieses Jahr konnten Sie mit amerikanischen Aktien erzielen. Der europäische Aktienmarkt hier abgebildet, Eurostoxx 600, im letzten Monat ein leichtes Minus, seit Jahresbeginn ein Plus von 9,05, also er hinkt quasi dem amerikanischen Aktienmarkt etwa 10% hinterher. Die Emerging Markets im letzten Monat deutlich aufgeholt, 5,27% im Plus, seit Jahresbeginn jetzt bei 11,4. Die nächsten zwei Spalten sind der globale bzw. der europäische Anleihemarkt. Sie sehen alles leicht um die Nulllinie herum bzw. seit Jahresbeginn leicht im Minus. Ich sprich mich mit Anleihen im globalen Markt, auch im europäischen Markt gab es bisher wenig zu verdienen. Gold auf der nächsten Spalte 1,25% plus im letzten Monat, seit Jahresbeginn mit 16% im Plus, ebenfalls eine sehr starke Anlageklasse dieses Jahr und der Euro gegenüber dem Dollar leicht im Minus. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie setzt sich die Performance Ihrer Strategien zusammen? Wir unterscheiden hier nochmal zwischen einerseits dem Faktor Portfolio, das sehen Sie hier auf der linken Seite. Auf der rechten Seite ist das Faktor Depot abgebildet. Sie wissen, wir unterscheiden in den beiden Strategien insbesondere die strategische Aktienquote. Das Faktor Portfolio investiert mit 65% in den Aktienmarkt, 35% werden strategisch in Anleihen und Geldmarkt investiert. Auf der anderen Seite rechts das Faktor Depot mit einer geringeren Aktienquote, 40% strategisch und 60% in Anleihen und Geldmarkt, sprich die etwas defensivere der beiden Varianten. Faktor Portfolio seit Jahresbeginn mit einem Plus von knapp 8%. Wenn Sie sich an die eben dargestellte Seite erinnern, auch hier wird Sie nicht überraschen, der Schwerpunkt der Performance kommt mit knapp 13% aus dem Aktienmarkt. Ne? Während Anleihen, hier sind wir zwar in Relation zur Benchmark sehr ordentlich unterwegs, aber Anleihen belasten momentan das Portfolio seit Jahresbeginn mit eben 0,7% Minus.
Auf der rechten Seite Faktor Depot. Hier sind wir mit 60% bzw. durchschnittlich mit 58,7% eben auf der Anleiheseite investiert. Diese Anleihekomponente hat ein Minus erzeugt von 0,43%. Die Aktien sind mit 13,46% im positiven Bereich, sodass quasi das Faktorportfolio bei einer positiven Performance von knapp 5% steht. Das heißt, es wird ziemlich überraschend. Faktorportfolio, Aktienquote 65%, liegt mit 8,25% etwas vor dem etwas defensiveren Faktor Depot mit 5% plus. Wenn wir diese Entwicklungen ein Stück weit versuchen einzuordnen, vergleichen wir hier typischerweise nicht mit irgendwelchen Indizes, sondern was wir Ihnen hier mitbringen, ist eine Lipper-Datenbank. Das ist eine Datenbank neben Morningstar, somit der Marktführer in dem Bereich für die Bewertung von Investmentfonds. Hier dargestellt am Beispiel der global investierten Wachstumsstrategie, die typischerweise ab 65% Aktienquote losgeht. Hier können Sie die Einordnung erkennen. Ihr Faktor Portfolio liegt ungefähr auf dem Ergebnis dieser global ausgerichteten Lipper Peer Group. Wir sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass wir langfristig versuchen, nach oben eben die Renditen mitzunehmen, die der Kapitalmarkt ermöglicht. Und gleichzeitig, wenn es mal holprig wird am Kapitalmarkt, wie wir hier im Jahr 2022 sehr gut erkennen können, hier haben wir eine Situation gehabt, wo eben die Märkte sehr stark belastet sind und wir versuchen hier quasi die sogenannte Outperformance zu erzielen, indem wir das Portfolio hier deutlich stabiler halten als die entsprechende Vergleichsmaßstäbe. Das ist natürlich eine Situation, in der ist kein Anleger glücklich. Minus 10%, das steht im Jahr 2022, aber minus 10 ist eben relativ betrachtet deutlich besser als die minus 14 der Peer Group. Seit dem Jahr 2023, insbesondere dem vierten Quartal im letzten Jahr, haben die Aktienmärkte sehr stark angezogen und das sehen Sie eben sowohl in der Peer Group als auch in Ihrem Portfolio. Hier abgebildet am Faktor Portfolio, letztes Jahr plus 10%, dieses Jahr plus knapp 8%. Das heißt, die Ergebnisse deutlich positiver, wenn man es absolut betrachtet, in Relation zur Peer Group sind wir dann deutlich enger zusammengerückt. Gleiche Darstellung nochmal, wie gesagt, Faktor Depot, Unterschied hier eben die deutlich geringere Aktienquote mit eben 40%. Das Faktor Depot, gleiches Schema 2022 in Relation zur entsprechenden Peer Group, deutlich besser abgeschnitten in dieser schwierigen Marktphase. Im Jahr 2023 liegen wir da mit der Peer Group auf der gleichen Ebene, dieses Jahr mit 4,6% im positiven Bereich. Genau, nach dieser Einordnung schauen wir uns nochmal die Marktthemen an, die zu beachten sind. Das eine ist natürlich immer die Entwicklung und das andere ist, wo führen uns diese Entwicklungen hin? Und was wir gesehen haben, speziell jetzt auch in den letzten Wochen oder sagen wir es mal so, bis vor einer Woche zumindest, dass wir eine sehr, sehr starke Entwicklung haben, beispielsweise in den großkapitalisierten Werten, denken Sie an die ganzen Plattformunternehmen, das Thema künstliche Intelligenz oder ja auch Nvidia als Unternehmen, was ja so ein bisschen die Schaufeln für den Goldrausch auch produziert. Und diese Grafik zeigt das wunderbar. Man sieht hier den S&P 600, also die größten 600 Unternehmen nach Marktkapitalisierung versus der S&P 100, also fokussierter. Und wenn diese Linie hier nach unten geht, dann sehen wir eben, dann ist das ein der Discount des breiteren Marktes gegenüber der fokussierteren Gruppe. Und da sehen Sie schon auch dieser Abschlag bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis als Ertragswertkennzahl. Da sind wir auf dem Niveau, da waren wir eben zuletzt eben irgendwo im Rahmen, bevor dann die Tech-Bubble geplatzt ist. Und man muss ganz klar sagen, wir sprechen nicht von einer Technologieblase auf breiter Ebene, weil ja diese Unternehmen wie Microsoft, Nvidia, das sind Apple, das sind ja unglaubliche Cashmaschinen. Also sie sind unheimlich profitabel, aber natürlich auch diese Profitabilität, diese Stabilität, die ist ja kein Geheimnis und die schlägt sich eben auch nieder in gestiegenen Bewertungen. Und diese Bewertungen in Relation zu den kleineren Titeln, die sehen Sie hier, die hat mittlerweile ein extremes Niveau erreicht, was eigentlich auch bedeutet, man muss diese großen Titel haben, logischerweise.
Aber der Anleger muss überlegen, wie kann man dieses Klumpenrisiko herausdiversifizieren, weil sie sind eben teurer geworden. Und das ist so ein bisschen diese Krux, auch im Jahr 2024. Der US-Markt, der S&P 500, ist am stärksten gestiegen, aber er ist getragen worden von einigen wenigen Aktien, die immer teurer geworden sind. Und das ist die große Herausforderung, in den großen Titeln investiert bleiben, aber die Bewertungskennzahlen im Blick halten, weil die letzten paar Tage haben es dann gezeigt, wir hatten eine starke Rotation, teilweise Tech deutlich nach unten gekommen und die lange schlecht gelaufenen Titel sind deutlich besser gelaufen. Also hier teilweise dann eine Gegenbewegung, wie wir sie dann auch seit den frühen 2000er Jahren nicht hatten. Deswegen, man kann es nicht timen, man muss es einfach permanent beobachten und muss eben seine Kennzahlen hier im Blick halten. Und ich glaube, Marco, das ist ja auch ein guter Punkt, um auf die Transaktionen einzugehen, die ja auch in diesem Kontext bereits im Frühjahr getätigt wurden. Genau, ich versuche es gerade nochmal zu übersetzen. Also sprich, die Thematik ist ja, die Großen werden immer größer, sie sind sehr stark gelaufen und die Frage, die sich jeder Marktteilnehmer stellen muss, ist, laufe ich weiter mit oder gebe ich eben irgendwann einen Teil des immer größer werdenden Klumpenrisikos ab, um breiter diversifiziert zu sein? Und das war die Überlegung, die wir im April diesen Jahres hatten, dass wir gesagt haben, wir gehen eine Position, verkaufen eine Position hier am Xtrackers MSCI World Minimum Volatility. Der investiert in schwankungsarme Titel und haben gekauft stattdessen den Xtrackers S&P 500 Equal Weight, wie es der Name aussagt, Equal Weight, gleichgewichtet. Hier sind wir in den 500 Unternehmen des S&P 500 investiert, allerdings nicht marktkapitalisierungsgewichtet, wie das üblicherweise der Fall ist, sondern diese Unternehmen sind alle gleichgewichtet. Sprich, wir haben automatisch durch diese Transaktion weniger von den großen, hochgewichteten Titel im Portfolio, sondern haben mehr breite Masse gekauft, nämlich die 490 anderen Titel, die plötzlich eben gleichgewichtet durch diese Transaktion wurden, zumindest was den Anteil des jeweiligen Portfolios angeht, der hier investiert ist. Und so haben wir ein Stück weit dem entgegengewirkt, dass wir gesagt haben, die Großen, wir bleiben weiter drin, aber wir wollen den Anteil am Portfolio auch nicht zu groß werden lassen. Wir wollen dabei sein, wenn sie weiterlaufen, aber wir wollen ein Stück weit die Risiken breiter aufstellen, weil wir durchaus die Chance sehen, dass der breite Markt, der seit Jahresanfang deutlich diesen großen Tech-Unternehmen hinterhergelaufen ist, dass er früher oder später diese Lücke schließt, und entsprechend das Potenzial hat, hier einfach zu einer besseren Performance beizutragen. Hier sehen wir das Thema Bewertung nochmal anders aufgebaut, nicht bezogen auf den US-Markt, auf die verschiedenen Größenskalierungen, sondern im Verhältnis Aktien Europa, das sehen Sie eben oben, und dem S&P 500, das sehen Sie unten. Und das sind jeweils die Kurs-Gewinn-Verhältnisse in Relation zum langfristigen Durchschnitt, hier konkret seit 1973. Und das sind jetzt nicht die erwarteten Gewinne auf Basis von Analystenschätzungen, sondern wirklich die harten berichteten Daten. Und da sehen Sie eben auch Europa, da hatten wir sogar bis vor kurzem noch einen kleinen Abschlag. Also wir waren günstiger bewertet, gemessen an dieser Ertragswertkennzahl in Relation zum langfristigen Durchschnitt. Jetzt sehen wir aber auch, wir haben einen kleinen Aufschlag. Aber wir sehen es eben speziell der S&P 500, Aufschlag ungefähr 60% zum historischen Durchschnitt, was eben auch genau wieder in diese Kerbe schlägt. Es sind tolle Unternehmen, man muss sie besitzen, aber sie werden vielleicht ein wenig zu teuer. Und um dem Rechnung zu tragen, da noch mal eine schöne Begründung auch für diese breitere Diversifikation über die angesprochene Transaktion. Dann nochmal vielleicht der Blick ins Portfolio, Marco. Was sehen wir da, wenn wir es am Faktor Portfolio festmachen? Genau, Faktor Portfolio. Sie wissen, global diversifiziert. Global diversifiziert heißt auch immer natürlich einen gewissen US-Anteil. Nordamerika hier gewichtet mit 55%, Europa mit roundabout 23%, Asien-Pazifik ebenfalls mit etwa 18% im Portfolio allokiert. Auf der rechten Seite können Sie das Thema, was wir eben angesprochen hatten, entnehmen. Wir sind durchaus noch in den Tech-Unternehmen, in den großen Playern aus Amerika investiert. Die größten Positionen sind nach wie vor Microsoft mit 3%, Nvidia oder auch Apple mit knapp unter 3%. Das sind die Positionen, um die es uns auch mit der Transaktion ging. Die wollten wir nicht zu groß werden lassen, sondern wollten quasi auch aus Bewertungsgründen hier etwas die Allokation verbreitern.
Das Kursgewinnverhältnis haben wir in Relation auch zur Benchmark damit etwas nach unten gezogen, sind also von den Unternehmen her in etwas günstiger im Durchschnitt investiert, als das die Benchmark ist. Und das war das Ziel hier, einfach auf ein breiteres Fundament zu bauen. Das ist vielleicht auch immer noch mal eine gute Erinnerung, dass man sich ja klar machen muss, auch wenn Sie im Portfolio nichts verändern, ob in Ihrem eigenen Portfolio oder auch wenn Manager nichts verändern, die Charakteristik des Portfolios ändert sich ja laufend, weil durch die Bewegungen werden Unternehmen mal ausgetauscht, sie werden höher gewichtet, sie werden niedriger gewichtet, gerade in der heutigen Welt, wo wir doch viel in der Logik der marktkapitalisierungsgewichteten Indizes uns bewegen, ist es ja so, dass viele Anlageentscheidungen ja eigentlich delegiert wurden auf denjenigen, der den Index berechnet. Also die deutsche Börse, die den DAX berechnet, S&P, Standard & Poor's, die berechnen den S&P 500 oder FTSE, die richtige Indizes berechnen. Und da der Indexanbieter, der stellt ja dieses automatisch regelgebundene Portfolio zusammen, aber die Klumpenrisiken, die daraus entstehen, die muss der Anleger selbst im Blick halten und auch diese Indexneugewichtungen, die regelmäßig stattfinden, die muss man konsolidiert betrachten. Deswegen muss man sagen, der Blick auf 5 ETFs, der nutzt natürlich überhaupt nichts. Man braucht immer diesen Röntgenblick auf die einzelnen Wertpapiere, so als hätte man diese hunderte von Aktien selbst im Portfolio. Darauf werden die Kennzahlen berechnet und dann muss man schauen, sind diese Kennzahlen noch im Rahmen oder haben diese Kennzahlen eben zum Ausschluss, dass hier reagiert, respektive agiert werden muss. Und das Thema Trump passt dementsprechend sehr gut hinein. Wir hatten ja diesen Anschlag, der gescheitert ist. Wir haben wahrscheinlich danach gesehen, auch aufgrund seiner Reaktion, dass seine Wahlchancen deutlich gestiegen sind. In der Kombination natürlich jetzt die große Frage, und das sehen Sie hier nochmal in dieser Deutlichkeit. Wir sprechen ja oft über den Aktienmarkt, aber den gibt es natürlich nicht. Herr Metzger hat schön gezeigt, dass zwischen Aktien USA und Aktien Europa ist ein Riesenunterschied, genauso wie ein Riesenunterschied ist zwischen S&P 500 gleichgewichtet und S&P 500 marktkapitalisierungsgewichtet. Aber hier mal die Perspektive über 10 Jahre, und da sehen Sie mal, Nasdaq 556 ist als Wert, den wir da haben. Ausgangswert überall die Null, also extremer Anstieg. Der S&P, ja, der hat sich auch mega entwickelt, aber sieht deutlich schlechter aus in der Relation. Und dann sehen Sie mal hier den Russell 2000, eben den Nebenwerteindex und den USA. Und das eben natürlich genau den Punkt, auf den viele Anleger warten, die sagen, es gibt's doch nicht. Die Unternehmen, auch die Nebenwerte, die haben zum Teil auch eine gute Gewinnentwicklung, wenn sie selektiert werden, also nicht nur den Index, sondern wenn sie qualitätsorientiert in Nebenwerte investieren. Die Manager schauen auf die Unternehmen, sagen, die Unternehmen entwickeln sich gut, Gewinnentwicklung positiv, aber es bewegt sich einfach nichts, weil die Masse der Gelder fließt eben in diese großen Titel hinein und kaufen eben gemeinsam das Marktportfolio nach oben. Und jetzt eben die große Frage, durch dieses Thema Trump, Steuern runter, Stimulierung der Binnenwirtschaft in den USA. Die kleineren Unternehmen hängen an der Binnenwirtschaft, die sind weniger kapitalmarktfinanziert, hängen mehr an der Bankfinanzierung, geringere Zinsen führen zu einer günstigen Refinanzierung. Das belebt natürlich auch die Marge. Und deswegen die große Frage, diese Rotation, die haben wir Mitte letzter Woche dann gesehen, dann das Attentat auf Trump. Und deswegen die große Frage, sieht man jetzt vielleicht über diese politische Komponente eben genau diesen Effekt? Hochbewertete Tech- und großkapitalisierte Unternehmen mit relativ schwächerer Entwicklung und die, die hinterherhingen, mit einer besseren Entwicklung. Also sprich, gibt es so ein bisschen Favoritenwechsel am Markt und das ist die große Frage, die man aktuell diskutiert. Die lässt sich seriös nicht beantworten. Es ist auch nicht seriös zu sagen, wann wird es diesen Katalysator geben. Sie sehen ja auch, die Transaktion hier fand im Frühjahr statt, jetzt dann eben im Juli die Bewegung. Von daher, auch jemand muss das Portfolio laufend strategisch überwachen und anpassen. Und irgendwann kommt dann eben dieser Effekt und dann hat man hoffentlich eben sich positioniert. Wir sehen schon diese extreme Lücke, die sich hier aufgetan hat. Aber eigentlich würde man bei der langfristigen Thematik erwarten, dass Nebenwerte eine Risikoprämie tragen auf große Aktien. Also eigentlich sagt die Kapitalmarkttheorie, langfristig würden Sie erwarten, dass die Nebenwerte hier in Orange bei mehr Schwankungen und mehr Risiko oberhalb des S&P 500 liegen. Und da sehen Sie eben, das tun sie aktuell nicht. Und auch hier nach dem Platzen der Dotcom-Bubble haben wir hier auch deutlich andere Bewegungen gesehen. Also von daher schon ein ganz interessantes Thema. Aktien sind nicht Aktien.
Man muss mitlaufen mit den positiven Bewegungen, aber man muss die Klumpenrisiken, wie dargestellt, reduzieren. Und wir sehen das auch hier an Trump. Das klingt jetzt vielleicht positiv, Steuern runter, Zinsen runter, Stimulierung über Schulden. Aber auch hier Trump, er hat sich in einem Interview geäußert, auch was die Chiphersteller betrifft, was den Export von Hochtechnologie nach China betrifft. Und wir haben ihn hier mal ASM mitgebracht, ASML, quasi der europäische Champion in diesem Bereich. Sie sehen die Aktien in Türkis dargestellt, dann die Aussagen vom Trump im Interview und Sie sehen im Endeffekt, wie die Aktie reagiert hat. Unten übrigens der breite Stoxx 600, der die größten 600 Unternehmen nach Marktkapitalisierung der Eurozone, sorry, von Europa betrachtet, also inklusive UK und der Schweiz. Und da sehen Sie eben Trump und seine Aussagen und seine Wirtschaftspolitik, Stichwort Zölle und dieses Thema, wer ist mein Freund, wer ist mein Feind, was ist ein angemessenes Wirtschaftsgebaren aus der Trumpschen republikanischen Perspektive, was ist ein nicht angemessenes wirtschaftliches Verhalten, das ist ein wichtiges Thema, was auch, glaube ich, aus unserer Sicht nochmal sehr deutlich macht, wie wichtig es ist, dass eben auch Unternehmen, die vielleicht auch einen Ticken teuer geworden sind, wenn dann so ein bisschen Sand ins Getriebe kommt, was die Zukunftserwartungen angeht, gar nicht aus der wirtschaftlichen Perspektive, sondern aus der geopolitischen Perspektive, wie jetzt hier durch das Trump-Interview. Da sehen Sie eben die Bewertung bei den Einzeltiteln, die macht da noch auch mal eine sehr, sehr starke Bewegung aus, was auch eben wieder dafür spricht, das Thema Risikostreuung nicht zu vernachlässigen. Ja, nach den Aktien, Marco, wichtiger Punkt, was gibt es noch bei den Renten? Dieses Jahr haben sie keinen Spaß gemacht, aber nach vorne muss man ja sagen, sieht die Perspektive ja eigentlich nicht ganz so schlecht aus. Genau, jetzt haben wir im Grunde heute sehr, sehr viel über den Aktienmarkt gesprochen. Sie sind aber ja nicht in eine hundertprozentige Aktienmarktstrategie investiert, sondern ich wiederhole nochmal, 65% ist der Aktienanteil bei dem Faktor Portfolio, 40% bei dem Faktor Depot, sprich irgendwo ist ja auch der Rest des Geldes investiert und da wären wir jetzt hier bei der Anleiheseite. Anleihen dieses Jahr wenig Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir Anleihen ja aus gutem Grund in ihrem Portfolio. Zum einen stabilisieren wir damit typischerweise langfristig die Wertentwicklung, weil Anleihen typischerweise weniger stark schwanken, als es der Aktienmarkt im langfristigen Kontext tut. Zum anderen beinhaltet Ihre Strategie ja auch ein sogenanntes Rebalancing, sprich, wenn am Aktienmarkt mal Gegenwind kommt, dann wollen wir ja günstig Aktien entsprechend nachkaufen nach bestimmten Wertveränderungen. Da müssen wir ja irgendwo das Geld hernehmen und das kommt typischerweise eben aus der Anleiheseite. Und auf der dritten Ebene haben wir natürlich mit den Anleihen auch ein Stück weit den Schutz vor Krisen, auch vor möglichen Kriegen. Deshalb auch hier auf der Seite gut zu erkennen links, wir sind mit knapp 64% der Anleihen, also des Warenkorbs Anleihen, 64% davon sind wir momentan in Staatsanleihen investiert, hier typischerweise mit etwas längeren Laufzeiten. 23% sind in Unternehmensanleihen investiert. Unternehmensanleihen haben gegenüber Staatsanleihen typischerweise ein etwas höheres Bonitätsrisiko. Dieses Bonitätsrisiko bekommen wir mit einer besseren Verzinsung derzeit bezahlt. Auf der Unternehmensanleiheseite sind wir momentan eher, ich sage mal, mit etwas kürzeren Laufzeiten investiert. Wenn man sich das Ganze von der Gesamtcharakteristik der Renditen anschaut auf Portfolioebene, sehen Sie hier rechts oben dargestellt die Rendite der gesamten Anleihestruktur im Faktor Portfolio liegt momentan bei 3,87. Sie sehen, gegenüber der Benchmark sind wir damit deutlich besser rentiert investiert, was eben sehr stark auch an der Beimischung der Unternehmensanleihen liegt. Unten können Sie erkennen die sogenannte Duration der Rentenanlagen. Auch hier erkennen Sie, das Portfolio ist mit 4,59 von der Duration etwas höher als die Benchmark mit 3,87. Duration ist natürlich jetzt wieder ein sehr großer Fachbegriff. Ich habe es beim letzten Mal schon kurz erklärt und würde es heute nochmal entsprechend wiederholen, weil es ein wichtiges Thema ist. Sie haben neben Bonitätsrisiken am Anleihemarkt auch immer das sogenannte Zinsänderungsrisiko, was natürlich auch gleichzeitig eine Zinsänderungschance darstellt. Und dieses Zinsänderungsrisiko lässt sich ablesen an der sogenannten Duration. Die sagt aus, wenn der Zins am Markt sich um 1% verändert, wie viel verändert sich das hinterlegte Portfolio? Das heißt, wenn der Zins am Markt um 1% steigt, wie stark typischerweise fällt der Anleihekorb in Ihrem Portfolio? Oder umgekehrt, wenn die Zinsen irgendwann anfangen zu fallen, wie stark könnte das Portfolio profitieren? Weil
dass die Anleihe typischerweise genau entgegengesetzt sich verhält. Das heißt, in Phasen, wo ich fallende Zinsen erwarte, versuche ich das Ganze abzubilden über eine möglichst hohe Duration. Das ist das, was wir jetzt etwas erhöht haben und vielleicht auch in Zukunft noch weiter erhöhen werden. In den Jahren, in den letzten Jahren, wo wir Gegenwind hatten, weil die Zinsen gestiegen sind, da war natürlich die Zielstellung eine etwas andere. Hier wollte man eine möglichst geringe Duration im Portfolio halten. Genau. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch schon gewesen sein mit dem heutigen Update zum Thema Kapitalmarkt bzw. Positionierung der Strategien. Ich glaube, wir haben sehr gut gesehen, die Diversifikation funktioniert, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wenn alle Vermögensklassen in die gleiche Richtung gehen, dann ist das natürlich erstmal gut, aber natürlich wissen wir auch, wir haben keine Risikostreuung. Von daher, Diversifikation ist das Maß der Dinge. Ich glaube, wir haben auch sehr gut gesehen, wie diversifiziert diese Strategien sind, weil sie keine Abhängigkeiten von einzelnen Titeln, Branchen oder Regionen oder auch Währungen haben. Es ist eigentlich die Investition in die globale Volkswirtschaft bzw. in die globale Unternehmenslandschaft, eben mal im Produktivkapital bei den Aktien, mal im Produktivkapital auf der Fremdkapitalseite und das Ganze als Stabilisierung eben mit den Staatsanleihen aus den von Herrn Metzgern aufgeführten Gründen und Argumenten. So, meine Damen und Herren, wir sind ein paar Minuten über der Zeit. Ich denke, wir können Ihnen an dieser Stelle einen schönen Sommerabend wünschen, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und stehen Ihnen natürlich jederzeit im Nachgang, wie gewohnt, für Fragen und Anregungen persönlich zur Verfügung.